gehalten, dass wir mit 200 Millionen Euro Haushaltsvolumen erstmals die 200-Millionen-Grenze überschritten haben, dass Norderstedt ein Eigenkapital von über 250 Millionen Euro hat, dass wir einen Doppelhaushalt mit 7 Millionen Euro Überschuss abgeschlossen haben, dass wir fraktionsübergreifend mit ganz großem Konsens die Beschlüsse, Damen und Herren, in unserer Stadt haben wir in Politik und Verwaltung schon vor geraumer Zeit damit begonnen, möglichst alle unsere Entscheidungen daraufhin zu beleuchten, ob sie aus ökonomischer, aus ökologischer und aus sozialer Sicht nachhaltig, also zukunftsfähig sind. Wir versuchen mit größtmöglicher Weitsicht die Weichen für eine Zukunft zu stellen, so wie Sie es sicherlich auch ganz persönlich in Ihrer Familie, in Ihrem Verein, in Ihrem Unternehmen. Wir werden weiterhin unsere Stadt verändern müssen, um sie fit für die Zukunft zu machen. Das haben die Generationen vor uns gemacht. Das hat man vor 30 Jahren, das hat man vor 50 Jahren und das hat man vor 100 Jahren gemacht. Daher wünsche ich mir, dass sich die Menschen in unserer Stadt für die Projekte interessieren und sich mit ihren Ideen ebenso wie mit ihren Bedenken einbringen, aber auch in Ruhe und Gelassenheit und vor allem mit gegenseitiger Rücksichtnahme und gegenseitigem Respekt auch anderslautender Meinungen. Norderstedt ist und bleibt eine weltoffene Stadt und eine starke Gemeinschaft. Wir werden weiterhin Menschen, die schutzsuchend zu uns kommen, diesen die Türen öffnen und sie in unsere städtische Gemeinschaft aufnehmen. Wir haben es bisher geschafft, bei der Bewältigung dieser Aufgaben einer großen Anzahl von Flüchtlingen Wohnraum zu geben, sie zu versorgen und zu betreuen, das Heft des Handelns halten. Wir sind weiterhin in der Lage zu agieren, statt nur noch reagieren zu können. Was dieses Thema angeht, so gibt es beispielhaftes, vorbildliches Engagement. Wir haben es vorhin mit der Bürgermedaille an das Willkommen-Team dokumentiert, meine Damen und Herren. Was wir aber müssen, ob als Individuum oder als städtische Gemeinschaft, ist, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Meine Damen und Herren, nehmen Sie, wie Sie es zu Anfang getan haben, die Zukunft in Ihre Hand, Ihre persönliche Zukunft, die Ihrer Familie, Ihrer Organisation, Ihres Unternehmens und bitte auch die Zukunft unserer Stadt Norderstedt. Ein lautes Ja zum Miteinander in unserer Stadt kann und kommt schon immer von den vielen zigtausend Frauen und Männern, die sich ehrenamtlich für unsere Gemeinschaft einsetzen. Viele von denen sind hier heute im Saal, sind hier heute unter uns. Ihnen allen gebührt ein ganz besonderes und herzliches Dankeschön und unsere Stadtpräsidentin hat sie aufgezählt. Alle die Organisationen und Vereine, die Menschen, die selbstlos sich einsetzen. Das Spektrum des ehrenamtlichen Engagements ist riesig und lässt sich gar nicht abschließend aufzählen. Aber eins ist sicher, ohne dieses wäre unsere Stadt nur ein rein technokratischer Wohn- und Arbeitsstandort, wenn er denn überhaupt existieren würde. Sie aber, meine Damen und Herren, beweisen, dass wir eine prosperierende Stadt sind und unser Gemeinwesen gut funktioniert. Und ganz ehrlich, das macht wirklich stolz und sehr dankbar. Liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen alles Gute, ein erfolgreiches, zufriedenes und vor allem aber auch gesundes neues Jahr. Ich wünsche Ihnen allzeit Glück, Mut, Zuversicht, Vertrauen in unsere gemeinsame Zukunft. Sagen Sie bitte häufiger Ja. Und wenn Sie nachher nach Hause gehen, nehmen Sie diese kleine Karte mit unserem Stadtwappen mit nach Hause und drehen Sie sie ab und zu einfach einmal um. Vielen Dank.